Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Goodbye Deponia. Wir haben eine unter Drogen stehende Toni, die wir, ja, wahrscheinlich, er will sie wieder zu ihrem alten Ich führen. Liegestuhl, nehmen wir mit. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Wofür soll ich die denn gebrauchen? Für die habe ich jetzt vom Kopf her gar keine Verwendung. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Oh. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hormone? Boah. Das ergibt ja ganz neue Erkenntnisse. Was können wir damit machen? Hormone? Braucht irgendjemand Hormone? Mir fällt nichts ein. Nein, mir fällt nichts ein, was ich damit machen kann. Verdammt. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Das Blöde ist, ich wollte mit der Brotdose doch zu dem kleinen Boso-Baby hin. Bringt uns ja gar nichts. Kann ich die Hormone dem Iren geben? Ich meine, was mich wirklich ärgert, dass das hier nicht funktioniert hat. Das ärgert mich tierisch. Liegestuhl. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wofür ich den benutzen könnte. Liegestuhl. Warte mal. Was ist, wenn ich Lotti ihre Hormone zeige? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Ich erinnere mich nicht mehr, was der Wahrsager gesagt hat. Okay. Nicht hilfreich. Ich gehe nochmal zum Boso. Vielleicht machen die Hormone ihm ja glücklich. Boah, mir fällt jetzt auch absolut nicht ein, wem ich die geben könnte. Das ist komisch. Hier. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. So wie jetzt. Hey, Boso. Ich versuch's nochmal. Ich weiß, das hatten wir ja schon. Ja? Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du? Das ist doch ein Mann. Du bist ja wirklich... Ich bin immer noch nicht glücklich. Hormone. Wir haben Hormone von Lotti. Gut. Will die vielleicht Hormone haben? Die sieht so aus, als könnte die welche gebrauchen. Ich bin nicht interessiert, aber solange... Du bist Schnickschnack, sei still. Doofes Weib. Hormone. Barry, komm, wir versuchen es nochmal. Ach, da fehlt uns definitiv auch noch irgendwas. Gute Neuigkeit. Ey, komm mit, ich zeig's dir. Oh je. Heul nicht, weil ich das, was sei denn das Foto. Na, dann machen wir's. Okay. Also wir müssen definitiv hier irgendwas dranhängen. Die Idee kann ich getrost. Bei ja, dem Boso. Was? Die Idee. Bei den Bosos zu Hause wird... Ach so, ja. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Eine Falle bauen, so. Das ist ja wenigstens schon mal ein Hinweis. Ich lasse es lieber auf Standby. Das wollte er ja auch nicht. Vielleicht sollte ich... Aber hiermit könnte ich... Eine Falle bauen, boah. Vielleicht aber hiermit... Okay, wir brauchen wahrscheinlich einen Strick. Wir brauchen einen Strick. Kriegen wir den nicht? Weil, was soll man da sonst dranhängen? Irgendwie war das noch nicht. Ja, das Ruhe. Sonst wirkte. Ruhe. Hallo Strickhändler, gib mir einen Strick. Wie soll ich das denn sonst machen? Und? Haben Sie schon? Ich guck noch rum. Schick, die würden Gold bestimmt. Kann aber nichts nehmen, ne? Hat der Hangman Deathproof die Schlaufenheizung wirklich serienmäßig? Erst seit der 400er Reihe. Aber ab dem 260er Modell können Sie die Schlaufenheizung für einen geringen Aufpreis nachrüsten. So erhalten Sie beides. Das klassische Design und den Komfort eines mollig warmen Halsgefühls. Interessant. Gib mir doch mal... Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Ich will einen Strick, gib mir einen. Man kann echt nur gucken, ne? Zwei Stricke zum... Willkommen in Moostherapeut. Kann ich nicht klauen oder so?
Ich brauche ganz dringend einen Strick hier. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Ja. Eigentlich erinnert er mich ein bisschen an Guybrush Threepwood. Keine Ahnung warum. Du willst auch keine ich Hormone, bitte oder? Sie. Die muss ich bestimmt irgendwo drunter mischen. Komm, wir fragen ihn mal, ob er Toni kennt. Ach, das ist echt so ein bisschen Verzweiflungstat hier alles. Ich weiß. Ich bräuchte noch eine Therapie. Schon. Okay. Wenn Sie wollen, Also. Elisha, komm. Ja. Was erkennt... Niedliches Vöglein war ja immer noch falsch, ne? Das ist ja Können Sie mir sagen... Vielleicht was... Es ist noch zu früh. Mein Bild... Muss ich vielleicht die Hormone nehmen? Das ist ein Und Sie sehen... Wieso? Ja. Okay, es ist nicht richtig. Schade. Zwischenzeit. So. Sehr schade. Ja. Beruhig dich. Ich kann ihn nicht nehmen, ne? Lotti hat ihre Hormone. Vielleicht. Nein, genau. Gib sie dem Stadtkern. Die Hormone. Kann ich davon irgendwas weitergeben? Oder muss ich... Ne, die Hormone gehen ja nicht mit Lotti. Oh, es ist so furchtbar. Da oben komme ich nicht weiter. Da unten komme ich nicht weiter. Was ist das? Ein Kuhfuß? Hä? Kann ich das Brecheisen haben? Ach. Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Ich dachte, das wäre eine Halterung hier von dem Ding. Wir haben Brecheisen. Damit könnten wir theoretisch... Ja, ich weiß nicht, geben wir es dem Rufus mal unten? Es gibt ja noch diese Kiste, aber der kommt doch da gar nicht rüber. Nein, vielleicht kann er ja springen, ich weiß es nicht. Ist halt so schwierig. So ist kein Rankommen. So ist kein Rankommen. Ja, wir brauchen eine Möglichkeit, oder irgendwie... Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch! Hey, ihr Zwerge! Hm? Anmarsch! Ach. Okay. Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben Sie vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Oh nein, wie... Oh Mann, I'm a goal. Super. Missbrauch. Können wir das jetzt benutzen? Oh, Tatsache, geil. Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Aha, okay. Eine Anspielung auf dieses Katzending von Big Bang Theory. Ich habe keine Ahnung, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Ah ja, da kommt er von alleine runter. Das war mindestens eine 10.0. Wir haben jetzt Bananen. Findet der Affe das vielleicht gut? Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey! Komm zurück, du Affe! Mist! Okay. Äffchen. Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben. The show must go on. Wie denn ohne Partner? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es. Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen. Aber wenn du den Part übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's. Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch. Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kindergarten alle Faschingshüter auf einmal an die Straße gestellt hat. Okay, wir können den Hut nehmen. Hey,
Hey! Was denn? Was willst du jetzt, das Äffchen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Oh. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Filz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Und? Vielleicht? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du wolltest mir ein Tanzäffchen besorgen. Ja, und? Wie, ja, und? Was soll ich denn mit einem Tanzäffchen, wenn an meinem Leierkasten die Kurbel fehlt? Oder hattest du gar nicht vor, mir einen neuen Partner zu suchen? Ja, sicher doch. Wenn du dich umentscheidest, will ich meinen Filz zurück. Richtig. Der Job ist Mist, aber der Hut hat was. Gut, fragen wir mal den Gun. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Ja. Der kommt jetzt auch nicht mehr raus, der Typ. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kandor reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine so. Wir hatten doch. Okay, das funktioniert nicht. Mit solchen Typen. Das funktioniert auch nicht. Was ist denn mit euch Kindern? Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann wie ich, wäre das ziemlich witzlos. Gut, gehen wir mal runter und versuchen, ihm das nochmal anzudrehen. Du bist doch ein gutes kleines Äffchen. So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, blöde Frage. Zu nichts. Oh, schade. Mit solchen... Okay. Irisch. Hier, niemand will sich für dich zum Affen machen. Haben Sie gesagt? Ach, nächstes Mal frage ich. Nein, gib mir den wieder. Ich will den behalten. Steht der? Na klar. Du suchst mir einen neuen Partner und sauber. Okay, einen neuen Partner. Tja, viel gibt's ja hier nicht. Möchten Sie sich vielleicht zum Affen machen, werte Frau? Was soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Schade. Tja, wer könnte sich denn hier zum Affen machen? Hier kommen wir auch überhaupt nicht weiter. Muss ich das Mützchen vielleicht weitergeben? Lotti, willst du dich vielleicht zum Affen machen? Unvermittelbar. Schade. Gut, was haben wir denn? Wir haben einen Brief, den wir nicht gebrauchen können. Ein Liegestuhl. Ich habe keinen Schimmer, wofür wir den gebrauchen könnten. Braucht der Rufus den unten vielleicht? Ich meine, weil wir das hier zusammengepackt haben. Aus dem Flyer könnte ich einen andererseits. Könnten die ihn vom... Vielleicht finde ich, wie bei meinem Schleudersitzfunktion. Okay. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes... Was ist, wenn Rufus sich zum Affen macht da oben? Ich habe keine Ahnung. Es kann doch nicht wahr sein. Es ist überhaupt nicht leicht. Hier war doch gerade was, oder? Ach, nur... Obere Aufstiegsstation, ja. Da können wir nicht hin. Wir haben ein Hütchen, das brauchen wir auch nicht. Der andere Rufus, da kommen wir ja auch erstmal nicht weiter, oder? Wir müssen ja irgendwo hin, wo man uns das theoretisch zuwerfen könnte. Aber in dem Fall bringt das wahrscheinlich auch nicht mega viel. Gehen wir nochmal runter. Nee. Also. Achso, wir haben ihm Geist gegeben. Ja, das ist natürlich total schwierig dann. Nee. Hier kommen wir definitiv auch nicht weiter. So, wir haben jetzt die Bananen. Wir haben dem anderen die Bananen gegeben. Der ist jetzt abgezischt. Und viele Möglichkeiten hat man ja hier wirklich nicht. Es muss ja wirklich. Es ist wahrscheinlich eine Sache, die wieder alles zum Laufen bringen kann.
Aber wir kommen hier nicht hoch, oder? Wirklich nicht, ne? Ja, wir haben ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie in Verbindung mit dem anderen Rufus zu treten. Ich meine, es ist ja nett, dass sich das wenigstens nur darauf beschränkt, dass wir nicht noch zu dritt hier kreuz und quer wechseln. Der könnte die Hormone doch bestimmt gut gebrauchen. Gib mir die Hormone. Nimm mal den Liegestuhl. Kann der vielleicht das unten durchs Fenster werfen? Ich muss das noch einmal ausprobieren. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das nicht der Fall ist, aber... Das ist das Einzige, wo man halt mal so ein Schlupfloch hat, wisst ihr? Mach es! Schade! Schade, ich hatte Hoffnung. Nein! Diese Hoffnung war vergebens. So schlimm. Gut. Mit den Hormonen wird auch nichts mit bringen. Solchen Typen kennen. Der will ja gar nichts sagen. Irisch. Ja, ja. Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade kein... Ich hab ja auch mehr... Hab ich schon hinter mir. Ach so, ja. Ach so, nee, ich wollte gerade sagen, und wenn ich Boso die gebe, das hatten wir ja schon, das Thema. Toll, wir haben die blöden Bananen. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Ja, das wäre dann ja wohl die hier. Aber ich darf die ja nicht haben. Erst, wenn ich jemanden habe. Also, ne? Mit solchen Typen. Oh, es geht mir auf den Nerven. Hier. Ich könnte locker, aber so... Ich habe ein Geschenk für euch. Dann müsst ihr nicht auf dem Schoß zueinander sitzen. Sprachfehler. Na los, ihr kennt das. Spusch. Ja, ja. Hier, nimm das. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus. Nein. Wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Er wird nie wieder schlafen. Gib mir das. Kann ich mir den Heiz... Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Okay, an dieser Stelle kommen wir einfach nicht weiter. Manno! Es sind, jetzt ist es echt wie in den anderen Teilen. Immer nur so bröckchenweise und dann weiß ich schon wieder nicht, was zu tun ist. Ich meine, wir haben echt eine Menge Krempel jetzt wieder bekommen. Ich weiß das auch, dass der rechte Rufus kriegen sollte, aber ich habe noch keinen Schimmer, wie das funktionieren soll. Von daher, schauen wir mal, ob ich im nächsten Part ein bisschen weiter vorankomme. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss!